Massive Hagelstürme und Fleischregen, Kreaturen, die einem Stein Wasser entziehen können und Haarfrösche. Ja, unser Planet hat viele absurde Geheimnisse. So viele, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Aber wir schauen uns heute einige an, okay? Es gibt ein Gen namens Sonic Hedgehog, das deine Entwicklung beeinflusst. Es gab auch Gene mit dem Namen Pokémon und Velcro, die wurden aber später umbenannt. Wilde Tiere, vor allem Affen, halten Abstand zueinander, wenn einer oder eine aus der Gruppe krank ist, damit sie sich nicht gegenseitig anstecken. Die Freiheitsstatue hat eine Mortenzehe. Ihr zweiter Zeh ist länger als der große Zeh. Nur 10% der Menschen haben das und im antiken Griechenland galt das als Schönheitsideal. Es gibt eine Unterart der Honigbienen in Südafrika, die ohne Hilfe von männlichen Bienen neue Arbeiterinnen gebären kann. Eisgletscher sind natürlich geformte Museen der menschlichen Geschichte. Indem wir die Eisschichten studieren, können wir feststellen, wie Menschen in vergangenen Epochen gelebt haben. In jeder Zelle eines Lebewesens befindet sich ein winziges Thermometer. Es stellt fest, ob es zu warm für das Befinden ist und ändert die Funktionsweise der Zelle. Um zu zeigen, dass sie hungrig sind, legen sich gefangene Otter manchmal auf den Rücken und werfen Steine nach oben, um sie wieder aufzufangen. Tigerhaie reisen tausende Kilometer und durchqueren die Ozeane, aber niemand weiß, warum sie das tun. Geckos haben tausende von extrem kleinen Haaren auf jeder Zehe. Sie helfen ihnen, auf jeder Oberfläche zu klettern und sich festzuhalten. Koalas trinken, indem sie Wasser vom Baumstamm lecken, an dem sie hängen. Dein Gehirn benutzt verschiedene Hemisphären, um Erinnerungen zu speichern. Dinge, die du hörst oder liest, werden in der linken Hemisphäre gespeichert und Bilder oder Ereignisse in der rechten. Laubfrösche verwirren Raubtiere, indem sie in fast perfekter Synchronität zusammen quaken. Ihre Feinde hören dadurch nur einen Frosch, obwohl es viel mehr sein könnte. Möwen mögen lieber Futter, das von Menschen gehalten wurde, als Futter, das unberührt ist. Die Atacama-Wüste in Chile ist einer der trockensten Orte auf der Erde. Aber die dortigen Mikroorganismen bekommen immer noch Wasser aus den Steinen. Versteckt unter dem Eis und der gefrorenen Erde in der Antarktis und Sibirien gibt es riesige Viren. Sie sind 10-mal größer als die, die wir kennen, und sie können Tausende von Jahren überleben. Warme Luft steigt, kalte Luft fällt. Das gilt für jeden Ort, außer den Tropen. Dort steigt stattdessen kalte und feuchte Luft und hält so das Klima stabil. Starke Regenfälle können Vulkanausbrüche verursachen. Wasser findet seinen Weg unter die feurigen Berge und erhöht den Druck, wodurch Lava ausbricht. Vor 66 Millionen Jahren, ich war damals nicht dabei, lebte eine seltsame biberähnliche Kreatur neben Dinosauriern auf Madagaskar. Die Wissenschaftler haben keine Ahnung, zu welcher Familie es gehörte. Man hat einen Blattkäfer gefunden, der bei Millionen von Menschen Allergien lindern kann, weil er sich von einem starken Allergen ernährt. Und Wissenschaftler glauben, dass er uns allen eine Menge Ärger ersparen könnte. Lachse, die jedes Jahr Tausende von Kilometern zurücklegen, könnten winzige Magnetpartikel in ihrem Körper haben, mit denen sie sich durch die Magnetfelder manövrieren. Waldbrände sind gefährlich, aber kleinere Brände sind eigentlich gut für die Umwelt. Sie helfen zum Beispiel wilden Honigbienen, sich an harte Bedingungen anzupassen. Im Jahr 2018 fiel ein Hagelsturm über eine Stadt in Argentinien her, mit Eisbrocken so groß wie Volleybälle. Aua! Es gibt einen lebensechten Jurassic Park in Marokko. Die Kem-Kem-Betten sind eine extrem reiche Quelle an Dinosaurierfossilien. In den letzten Jahrzehnten wurden dort Dutzende von Arten entdeckt. 1876 regnete es in Kentucky Fleisch. Flocken und Stücke rohen Fleisches fielen in einem relativ kurzen Schauer vom Himmel. Das ist einfach nicht wahr. Ein Blitz kann Temperaturen erreichen, die 5-mal höher sind als die Oberfläche der Sonne.
Eine behaarte Froschart in Kamerun kann Knochen in ihren eigenen Gliedern brechen, um scharfe Krallen direkt durch die Haut zu bekommen. Das nenne ich einen Wolverine-Frosch. Bubblegum ist normalerweise rosa, weil der erste kommerzielle Kaugummi, der 1928 hergestellt wurde, so aussah. Rosa war damals die einzige Lebensmittelfarbe, die in der Fabrik erhältlich war. Der erste Kaugummi aller Zeiten tauchte aber schon vor etwa 10.000 Jahren auf. Damals kauten die Menschen Birkenrindenteer. Vor 1904 hieß der Times Square noch Long Acre Square. Als die New York Times ihren Hauptsitz dorthin verlegte, wurde der Platz umbenannt. Du kannst einen Ordner in keiner Version von Windows Con nennen. Katzen und Hunde haben 3 Augenlider, genau wie viele andere Tiere, zum Beispiel Kamele oder Elefanten. Frösche können einfrieren und auftauen, ohne dass ihr Wohlbefinden beeinträchtigt wird. Bananen haben eine gebogene Form, weil sie sich der Sonne zuwenden. Wenn du scharfes Essen isst, spürst du nicht den Geschmack, sondern einen Schmerz. Hunde können die Tageszeit am Geruch erkennen und sie liegen dabei ziemlich genau. Lamas und Esel sind ausgezeichnete Wachtiere für Vieh, besonders für Schafe. In einigen Gegenden Chinas hat die Polizei Wachgänse anstelle von Hunden. Der Hippokratische Eid, dem weltweit alle Mediziner folgen, wurde zuletzt 1964 von Louis Lasagna überarbeitet. Deshalb wird er auch von vielen als der Eid der Lasagna bezeichnet. Wasser kocht auf dem Gipfel des Mount Everest bei 71 Grad Celsius wegen des niedrigen Luftdrucks. Wenn du ein Kartenspiel auslegen würdest und alle möglichen Kombinationen erhalten wolltest, müsstest du Milliarden und Milliarden und noch mehr Milliarden Jahre damit verbringen. Und du hättest erst ein Drittel der Kombinationen geschafft. Klingt nach einer riesigen Zeitverschwendung. Ein einziges Gramm DNA kann etwa 700 Terabyte an Informationen speichern. Die größte Wüste der Welt ist nicht die Sahara, sondern die Antarktis. Und dort gibt es sogar einen funktionierenden Geldautomaten. Ich bin mir nicht sicher wegen der Verbindung, aber naja. Die NASA hat seit über 40 Jahren einen professionellen Schnüffler unter ihren Mitarbeitern. Seine Aufgabe ist es, den Geruch von allem zu testen, bevor es ins All fliegt. Der Eiffelturm ist seit 2007 offiziell verheiratet. Die Ehefrau des Wahrzeichens ist Erika Eiffel. Und falls sie keine sehr nette Person ist, wäre sie die schreckliche Eiffel. Es braucht fast 7600 Liter Wasser, um 0,5 Kilogramm Mandeln aufzutreiben. Das größte menschliche Baby, das jemals geboren wurde, wog über 8 Kilogramm. Von allen Menschen, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben, sind nur noch etwa 7% am Leben. Der Rest nicht so sehr. Eine Kreuzung aus Grizzly und Eisbär wird Growler oder Pizzlybär genannt. Eine Kreuzung aus einer Hauskuh und einem amerikanischen Bison wird als Beefalo bezeichnet. Papageien helfen einander ohne selbstsüchtige Gründe, auch wenn derjenige, dem sie helfen, nicht ihr Freund oder Verwandter ist. Einer der nächsten Verwandten der Hyänen ist das Erdmännchen. Australien hat einen Zaun, der fast so lang ist wie der Amazonas. Er schützt das Farmland vor Dingos oder wilden Hunden. Es gibt genug Gold im Erdkern, um den Planeten komplett mit einer 30 cm dicken Schicht zu bedecken. Der kleinste Dinosaurier der Geschichte hatte die Größe eines Bienenkolibris. In Schottland gibt es mehr als 400 Arten Schnee zu sagen. Sie haben dort auch immer eine Menge Schnee, oder? Während der Großteil der Welt im Jahr 2020 lebt, ist Äthiopien noch im Jahr 2013, weil sie nach einem anderen Kalender leben. Grönlandhaie werden erwachsen und fangen erst mit 150 Jahren an, nach einem Partner zu suchen. Ihre durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei etwa 400 Jahren. Ja, da sollte man wählerisch sein.
Wenn du ein einfaches Blatt Papier 103-mal faltest, kommst du über die Grenzen des beobachtbaren Universums hinaus. Die Universität Oxford wurde 1096 gegründet, wodurch sie über 200 Jahre älter ist als die aztekische Zivilisation. Das erste in Oxford gedruckte Buch hatte einen Fehler auf der allerersten Seite. Es war das Datum seines Drucks. Spandex, eine Faser, die zur Herstellung von Sportkleidung verwendet wird, erhielt ihren Namen als Anagramm des Wortes Expanse. Und das tut sie auch. Wissenschaftler beschleunigten die Evolution für Babyschnecken. Wenn die Viecher mit Platin in Kontakt kommen, entwickeln sie sich ohne Schalen. Basketball wurde 1891 erfunden, aber bis 1894 wurde es mit einem Fußball gespielt. Bis 2050 wird es im Sommer kein Eis mehr im arktischen Ozean geben. Es gibt ungefähr 3 Billionen Bäume auf unserem Planeten. Das ist fast 30 Mal mehr, als es Sterne in der Milchstraßengalaxie gibt. Ringelschwanzlemuren haben Flecken an ihren Handgelenken, die einen angenehmen Duft verströmen, um Partner anzuziehen. Vor ungefähr 34 Millionen Jahren überquerten alte Primaten den Atlantik von Afrika nach Südamerika und niemand weiß, wie. Während Polarlichter normalerweise grün und blau sind, gab es in Japan vor etwa 1400 Jahren ein rotes Polarlicht. Im Februar dieses Jahres hörte der höchste Wasserfall Ecuadors, San Rafael, plötzlich auf zu fließen. Kurz davor tauchte ein riesiger Krater auf und leitete den Strom um. Der Südpol war vor etwa 90 Millionen Jahren ein üppiger tropischer Regenwald. Nummer 1 ist nicht genau 1, es sind 0, unendlich viele Neuner. Es gibt einen Zustand, in dem Wasser sowohl kochend als auch gefroren sein kann. Ich tippe auf Alaska. Ups, sorry, nicht diese Art von Zustand. IKEA ist kein Wort, sondern ein Akronym. Es steht für den Namen seines Gründers, Ingvar Kamprad, den Bauernhof, auf dem er aufgewachsen ist, und seine Heimatstadt. Seifenopern erhielten ihren Namen von den ersten Werbekunden, die Dramen im Radio und Fernsehen sponserten. Es waren hauptsächlich Hersteller von Reinigungs- und Waschmittelprodukten. Wissenschaftler glauben, dass es bis zu 30 Millionen Insektenarten auf der Erde geben kann, aber bisher wurden nur etwa mehr als 900.000 identifiziert. Während des 20. Jahrhunderts ist so viel Eis vor Grönland geschmolzen, dass sich die Achse unseres Planeten verschoben hat. Narwale, die als Einhörner der Meere bezeichnet werden, haben gar kein Horn. Dieses lange, spiralenförmige Ding ist eigentlich ein Zahn. Pferde können schneidige Schnurrbärte haben, die zu ihren Mähnen passen. Und sie sehen fabelhaft aus. Der höchste Kaktus der Welt steht in Mexiko und ist 19 Meter hoch, so hoch wie 4 übereinander gestapelte Giraffen. Zu jedem Zeitpunkt gibt es 2 Punkte auf der Erde, die sich genau gegenüber liegen, aber genau dieselbe Temperatur und denselben Luftdruck haben. Weil Vögel von Dinosauriern abstammen und krokodilartige Vorfahren haben, könnte man sie auch als Reptilien klassifizieren. Die schnellste Brieftaube der Welt, sie heißt Armando, ist auch der teuerste Vogel aller Zeiten. Sie wurde bei einer Auktion für 1,4 Millionen Dollar verkauft. Formel-1-Rennwagen sind so konstruiert, dass sie ab einer bestimmten Geschwindigkeit auch an der Decke fahren könnten. Die Farben der Olympischen Ringe sind kein Zufall. Mindestens eine der Farben taucht in den Flaggen aller Länder der Welt auf. Sowohl Charlie Chaplin als auch Dolly Parton haben an ihren eigenen Doppelgängerwettbewerben teilgenommen und dramatisch verloren. Die Produktion des Films Titanic von 1997 kostete mehr als der Bau des eigentlichen Schiffes. Der Buchstabe Z wurde 300 vor Christus aus dem lateinischen Alphabet entfernt und kam 2 Jahrhunderte später wieder zurück. Zeta, sagst du? Wenn du ein Jucken am rechten Arm spürst, schau in den Spiegel und kratze dich an der gleichen Stelle am linken Arm. Der Juckreiz wird verschwinden.
Deine Zunge und Lippen werden gereizt, wenn du zu viel Ananas isst, wegen des enthaltenen Bromelain, ein Enzym, das Proteine zerstört. Die Ananas frisst dich also auf, während du sie isst. Ein Pferd kann bei Höchstleistung bis zu 15 Pferdestärken produzieren. Der Durchschnittsmensch schafft bis zu 5 Pferdestärken. Die Maßeinheit ist ein bisschen daneben, findest du nicht auch? Sonnenblume heißt auf Türkisch übersetzt Mondblume. Statistisch gesehen kann nur einer von 76 Milliarden Menschen einen IQ von 200 haben. Das bedeutet, dass niemand, der heute lebt, diesen Intelligenzgrad haben kann. Die durchschnittliche Cumuluswolke, also dieses flauschige Ding, wiegt etwa 550.000 Kilogramm und trotzdem schwebt sie. Das winzigste Ding, das je fotografiert wurde, war der Schatten eines Atoms. Wissenschaftler prophezeien, dass der Meeresspiegel bis 2100 um 1,3 Meter ansteigen wird. Ratten können riechen, ob ihre Rudelmitglieder hungrig sind, und teilen ihr Futter mit ihnen. Der Vorfahre aller modernen Tiere, uns eingeschlossen, lebte vor etwa einer halben Milliarde Jahren in Australien und sah einen Regenwurm sehr ähnlich. Die Flügel mancher Schmetterlinge sind 100 Mal schwärzer als Holzkohle. Aber dieser Effekt ist nur eine optische Täuschung, die wegen der Flügelstruktur entsteht. In Zentralasien können ethnische Sänger mit ihrer Kehle zwei verschiedene Töne gleichzeitig erzeugen. Versuche mal, zwei verschiedene Töne gleichzeitig zu singen. Nicht leicht. Hauskatzen beeinflussen die Wildtiere in ihrer Umgebung stärker als andere Tiere, insbesondere Raubtiere. Es gibt eine Ameisenart, die sich in beide Richtungen entwickelt hat. Vorwärts und dann rückwärts. In nur 12 Tagen, in denen wir Zucker essen, hat sich unsere Gehirnstruktur so weit verändert, dass es uns schwerfällt, wieder auf Süßes zu verzichten. Hey, kau darauf einfach länger rum. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.